Endlich. Nach mehreren Tagen Erntestillstand aufgrund von Niederschlägen konnten Landwirte und Lohnunternehmer in den vergangenen Tagen ihre Arbeiten fortsetzen. Somit herrscht auch beim Landhandel wieder reges Treiben. Einen Einblick in den Agrarhandel haben wir in Niederbayern, in der Kreisstadt Deggendorf, knapp 50 Kilometer nordwestlich von Passau erhalten. Johann Schweiger ist Geschäftsführer der Schweiger Handels GmbH und betreibt unter anderem einen Standort im Hafengebiet an der Donau bei Deggendorf. Er stellt uns sein Unternehmen vor. Der Familienbetrieb Schweiger besteht seit 1986 mit dem Standort oder der Zentrale in Kelheim. Einen weiteren Standort haben wir hier errichtet 1993, den Sie im Hintergrund sehen. Zwei weitere Standorte befinden sich in Langweid und Gundelshausen. Wir bitten Johann Schweiger, die aktuellen Ernteergebnisse der Region in diesem Jahr einzuschätzen und uns einen Überblick über die Kulturen zu geben. Die Ernte heuer bzw. im Frühjahr war nicht sehr positive Aussichten, es war sehr trocken. Wir haben lange gezittert wegen der Wintergerste, wegen dem Raps, der sehr schwach draußen stand im Feld. Und dies hat sich natürlich jetzt auch gezeigt bei der Anlieferung, bei den Qualitäten und auch bei der Quantität, dass Raps sehr, sehr schwach ist und natürlich auch die Wintergerste. Indem hier im Standort Deggendorf oder im Gäugebiet haben wir hier trotzdem noch 7 bis 8 Tonnen Wintergerste geerntet und zusätzlich beim Raps zwischen 3 und 5 Tonnen. 5 Tonnen ist sehr gut, die 3 Tonnen sind natürlich für diese Gegend mit diesen guten Böden schon sehr schwach. Die Landwirte haben dadurch sehr viel Durchwuchs in der Wintergerste als wie auch im Raps. Das natürlich jetzt auch bei der Anlieferung Probleme bereitet. Dieser Grünbesatz, die hohe Feuchtigkeit, der Regen der letzten Zeit, dass dieser Grünbewuchs da sehr schnell oder sehr massig durch das Getreide durchgeschossen ist. Und mit dem haben wir natürlich jetzt auch zu kämpfen, dass dieses Getreide, dieser Durchwuchs natürlich jetzt rausgereinigt werden muss und das Getreide und auch der Raps getrocknet werden muss. Heute haben wir hier die erste Anlieferung am Weizen. Dieser Weizen kommt eigentlich sehr gut mit Qualität, Weizen mit 13,5 Protein, das spricht sehr gut. Die Erträge sind durchschnittlich, also wir gehen davon aus, dass wir bei Weizen eine mindestens durchschnittliche Ernte bekommen werden. Bei Mais, das ist hier die Hauptfrucht hier im Standort Deggendorf bis rein ins Rottal und auch im Gäugebiet, ist Mais die zentrale Frucht, die größte Fläche für die Biogasanlagen und natürlich auch für die Drusch. Im Lagerhaus werden nicht nur Erzeugnisse von Landwirten aus Deutschland eingelagert. Seit der EU-Erweiterung in Richtung Osten füllen auch Agrarprodukte aus Osteuropa die knapp 30 Meter hohen Silos in Deggendorf. Heute haben wir das erste Rapschiff bekommen. Dieses Rapschiff stammt aus Ungarn. Seit letztem Jahr wird massiv importiert an Raps für die ADM in Straubing. Das ist eine Ölmühle, die hier 800.000 Tonnen verarbeitet. Und diese Rapsmengen werden jetzt aus Osteuropa überwiegend hier eingelagert, gesund erhalten und dafür Sorge getragen, dass hinterher die Versorgung der Ölmühle wieder stimmt. Überwiegend kommt der Raps aus Ungarn, Rumänien, Tschechien, Slowakei, aus der Slowakei und Tschechien überwiegend mit LKW, aus Ungarn und Rumänien überwiegend mit Schiff. Wir rechnen derzeit in den nächsten 14 Tagen mit knapp 30.000 Tonnen hier am Standort. Diesen Raps werden wir einlagern, gesund erhalten und dann irgendwann wieder an die ADM verkaufen. Wir möchten von Johann Schweiger wissen, wie er die Zukunft des Getreidemarkts in Bayern einschätzt und sprechen auch über seine Investition in neue Lagerkapazität. Der Standort Deggendorf hier wurde ja 1993 errichtet, bereits mit dem Weitblick, dass hier ein zentrales Lager entsteht auf der Donauwasserstraße für Schiffe und auch für die Straße und die Schiene. Diese drei Lieferungen oder Lieferanten kreuzen sich hier, dass man hier sehr beweglich ist, dass man mit Ware in allen Richtungen her kann und auch wieder weg kann. Die Warenströme laufen überwiegend donauaufwärts über den Rhein-Main-Donau-Kanal Richtung Holland, donauabwärts Richtung Österreich in die Stärkefabriken, zusätzlich in die Ethanolfabriken. Und was hier vom Standort Deggendorf aus ganz groß ist, inzwischen der Export nach Italien mit Getreide. Und deswegen haben wir hier den
Standort weiter ausgebaut, weil dieser Standort für die Zukunft eigentlich gedacht ist, wo wir derzeit ausgehen davon, dass durch die Biogasgeschichte in Deutschland oder in Bayern generell die Massen an Getreide vor Ort weggesaugt werden, von diesen Biogasanlagen so richtig aufgesogen werden. Und für diese Geschichte haben wir hier nochmal groß investiert, knappe nochmal 30.000 Tonnen, damit wir hier in Zukunft die Ware importieren können und natürlich auch unseren Verarbeitern in Bayern, ob das jetzt Mühlen oder Kraftfutterwerke sind oder auch Ölmühlen, die Ware zur Verfügung zu stellen. Weil wir gehen davon aus, dass in Zukunft im bayerischen Raum durch die Biogasanlagen kein Zuschussgebiet oder Überschussgebiet an Getreide mehr sein wird.